Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Craftopia. Ich habe hier hinten ein bisschen die Plattform erweitert. Es hat einen guten Grund. Ihr seht sicherlich unten in der Hotbar. Ich habe dort die sogenannten Pokebälle. Wie heißen die? Monster Prism. Hier habe ich schon zwei Stück, wo Schweinchen drin sind. Ich möchte aber gerne... eine Breeding Machine bauen, automatisieren mit allem Pipapo. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was herstellen, denn ich brauche auch den nächsten Stage-Wechsel. Nein, 15 Stück reichen fürs erste aus. Dann brauchte ich, glaube, Weizenmehl oder so. Und Belz brauchte ich. 30 Stück. Wie viel können wir machen? 9. Wow. Mir fehlt bestimmt wieder Eisen. Eisen hat man da drin. So. So, Belz, Eisen. Was braucht man noch? 5. Und Stahl. Stahlhammer. Brauchen wir noch Fisch? Jetzt ist die Frage, habe ich denn schon Fisch? So, 9 Stück fertig. Da brauche ich jetzt noch 21. Ich hoffe, das reicht. Ja. Fisch. Eine Essenskiste haben wir nicht, zufälligerweise. Hier ist kein Fisch drin. Da ist ein Fisch. Wow. Wir kriegen 3 Filets raus. Hui, nice, nice. Ich habe keine Angel. Die muss ich mir gleich noch craften. Das können wir jetzt so machen. Können wir nicht, denn mir fehlt Stein. Aber jetzt... Denn ich möchte so langsam anfangen, die ersten Sachen zu automatisieren. Das heißt, wir werden jetzt auch schon ein bisschen was vorbereiten. Und ja. So, hier haben wir 3 Fischfilet. Hier haben wir die Cockwheels. So, Fische, 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 Fische. Haben wir hier. Jetzt. Ein Fisch. Ein Rochen. Ich glaube, den kann ich nicht verarbeiten zu Fischfilet. Ja. Ich würde sagen, das hat sich gerade gelohnt. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ich hatte jetzt wie viele Fische geangelt? 2. Ne, da werde ich schon auf maximal 9 Filets kommen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Fischis. Autosave, das war klar. Wow. Hallo? Jetzt. Oh, das reicht auf alle Fälle. Na, das schaffe ich nicht bis dahin. Schade, schade. Das. Wir haben alles für den Stage-Wechsel. Das passt. Oh lol, doch, den kann ich verarbeiten. Cool. Und das sieht mal total weird aus. Ja. Oh, den kann man auch verarbeiten. Ist ja mal geil.
Da wird nur die Schere geschnibbelt. Der bringt wieder 3, das ist sehr gut. Da haben wir jetzt 8. Na komm. So. Danke, das reicht für den Stagewechsel. Falls ihr euch wundert, ich bin immer noch erkältet, also ja. So, und Progress Age. Denn jetzt... Hallo, beweg dich. So, jetzt können wir nämlich einen Absorber bauen, den wir auf jeden Fall für die Automatisierung brauchen. Und dazu gucken wir mal, was der benötigt. Das brauchen wir auf jeden Fall noch einmal. Und ich brauche 2 da. Oh, wow. Ich brauche 2 davon. Wie viel habe ich noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich habe davon. Wir brauchen noch ein paar Belts. Wir brauchen das da. Den Generator. Wir brauchen... Wir brauchen die Teile. Wie viel kann man herstellen? Gut, das ist zu viel. 15 reicht aus. Wir brauchen davon welche. Den Fisch können wir hier hinten jetzt erst einmal rausnehmen. Das da rein, das da rein. Ja, ihr habt es auch schon gesehen, die Felder da draußen sind verschwunden, denn das wird auch noch alles automatisiert. So, wir brauchen dann einmal sowas da. Belts und 3 Kisten. Na, was ist schneller fertig? Die Belts. Okay. Was habe ich jetzt gesagt? Was brauchen wir? Das da. Die Kiste. Den Container. Ich bereite jetzt nur einfach mal ein bisschen was vor für die nächste Aufnahme. Wir brauchen dann... wo haben wir es? Das hier. Das brauchen wir. Und wir brauchen noch den Pott. Dazu brauchen wir die Teile, die hier drinnen recht schnell fertig sind. Nice, nice. Nein, das da. Und der Pott einmal. Sehr schön. Für diesen Absorption brauchen wir Batterien. So, wir wollen ja später auch noch Schafe uns besorgen. Das heißt, wir können jetzt die 2 Tiere, die ich schon einmal eingefangen habe, für die ersten Batterien nutzen. Und zwar, ihr kennt das Pokémon, ihr fangt euch ein Tierchen ein. So, wenn ihr dann in so einem Prison Ball ein Tierchen habt, werft ihr den Ball mit dem gewünschten Tier da rein. Das Tierchen rennt und ihr seht, hier werden Batterien hergestellt. Und jetzt bin ich gerade am gucken, könnte ich eventuell noch einen zweiten machen? Ja. Doppelt hält besser. Für die Automatisierung brauchen wir natürlich nur einen. So, die 6 ist das zweite Schweinchen. Einmal rein damit. Ihr seht, die Schweine verlieren auch Leben. Aber die produzieren mir jetzt Batterien.
So, und derzeit gucken wir mal. Hier hinten möchte ich nämlich gerne die automatisierte Batterie und, wie soll ich sagen, ja, eine Farm hinhaben. Dann brauchen wir hier jetzt erst einmal wieder Wände. Damit uns die wunderschönen Tierchen nicht abhauen. So, hier unten muss ich auch noch weiter bauen. Den Zwischenboden kurz einziehen. So. Und damit wir wissen, es geht nicht weiter. So, die restlichen Wände dann mache ich später. Ich muss sie ja erstmal herstellen. So, Schweinchen tot. Und wir haben wie viele Batterien? 4 Batterien. Das reicht für den Anfang. Aber wir warten, bis das hier auch noch fertig ist. Eine 5. Batterie wirst du nicht mehr schaffen. Du kannst ruhig aufhören. Sage ich ja. 5. Batterie schafft's definitiv nicht mehr. Dann benötigen wir das hier. Und zwar 2-mal. So. Wir können auf jeden Fall schon mal eins herstellen. Wo? Da unten. Und wir brauchen noch am besten sowas hier. Na komm, werd fertig. Wir wollen weitermachen im Geschehen. Ich muss auch noch Kisten herstellen. Schön. Weizen, Weizen, Weizen. Pilze. Ja. Gut. Die darf ich erstmal alle waschen. Das gehört da nicht rein, das gehört da nicht rein. Och, 8 Campfire, die können wir eigentlich alle mal verkaufen. Hier habe ich auch noch eins, haben wir sogar schon 9. So, noch irgendwas? Nö, aber ich denke mal, ich werde was futtern müssen, ne? Ja, komm, her damit. Das dann einmal. Wo ist der Saugeball? Da. Und wir werden im Nachhinein auch noch ein Weizenfeld automatisieren. Dazu brauchen wir diese hier. Wir brauchen noch Cogwheels und Biomethanöl. Das Öl haben wir sogar schon. Da, aber wow. Wow. Das war mal sehr viel, was wir haben. So. Es gibt einen Grund, warum ich unbedingt Schafe möchte für Autosave. Für den Spaß, denn bei den Schafen, das Fleisch kann man verwerten und die Wolle kann man verkaufen. Und das ist, ja, die bringt gut Geld. Wenn man davon, ich glaube, 8 Stacks kann man im Markt verkaufen. Nur 8 Stacks und 8 mal 100, das sind 800 Wolle, die man verkaufen kann. Da kommt gut was zusammen an Geld.
Kann ich nur eins herstellen? Schade, schade, Schokolade. So, die braucht auch noch Cockwheels. Hier, maximal, nee. Wir bleiben bei 15er. So, dann gucken wir mal. Das braucht man, die braucht man, das braucht man. Das wird benötigt, das wird benötigt, das wird benötigt, das wird benötigt. Die Wände sowieso. Die Dinger nicht gerade. Ja. Und hiervon wird eins benötigt. So, danke. Nein, das nicht, das da. Ja, das reicht dann auf jeden Fall erstmal aus. Ich brauche noch zwei Stück. Na komm, das kriegst du doch hin. Da sind noch sechs drin, also habe ich schon sechs. Das heißt, ich kann... Ja, genau. Craften. Wir brauchen ja zwei Large Pots. So, das ist auch gleich fertig. Ja, das Bioöl wird noch ein Weilchen brauchen. Ich kann ja mal gucken, ob ich nebenbei noch ein paar Stahlkisten herstellen kann. Hallo? Kisten? Da. Nö, ich brauch Stahl. Wow. Das heißt, ich muss irgendwann hier nochmal farm gehen. Oder ich mache das in der Aufnahme, dass wir zusammen eine neue Karte entdecken. Mal schauen. Eins. Zwei, drei. Und wo haben wir die Säge? Da haben wir sie. Einmal craften, bitte. So, wir haben jetzt alles das, was wir benötigen. Okay, das brauche ich nicht. Habe ich das gecraftet? Hab ich das jetzt wirklich gecraftet? Jetzt mal ernsthaft. Das war ja scheiße. War noch irgendwas? Das brauchen wir dann hierfür. Wir brauchen noch ein paar Felder, genau. Ein paar Felder, und zwar solche. Und solche, da brauchen wir wieder Reed dafür. Okay, das besitzen wir jetzt natürlich nicht mehr. Wir haben alles verballert. Oder habe ich hier hinten noch was drin? Nein. Nein. Okay, ist das nicht so schlimm. Das können wir nebenbei noch machen. Hier einmal den. Dann, ich brauche Stahl. Ach, wie gut, dass wir welches herstellen. Das da. Und wir brauchen jetzt noch mal ganz kurz, ja, Felder. Weizen. Einmal die 5, du kommst hier bitte mit. Obwohl, nee, mach mal so. Wo ist die Mitte? Ja, da ungefähr.
So, es gibt einen Grund, warum ich das nicht an die Wand direkt setze, denn wenn Felder an einer Wand sind, dann backen die gerne mal rum. Entweder die gehen unter diese Platte oder die, ja, werden nach oben gedrückt. Deswegen unterlasse ich das. Wir können jetzt noch ein bisschen was durchwaschen in der Zeit. Wir haben hier wieder Seeds. Das. Das und das einmal. Das einmal. Das da. Das da. Das da. Ja. Ansonsten haben wir soweit alles vorbereitet für die nächste Aufnahme. Jetzt können wir noch mal kurz gucken. Wir können ja mal hier just for fun sowas herstellen. Alter, was Stahl? What the fuck? Ne, das werden wir nicht herstellen. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu teuer. Zum Glück wird das in der nächsten Zeit automatisiert. Da habe ich keinen Bock drauf, jedes Mal das Messer, das Schwert oder die Faust zu schwingen. Ach stimmt, wir haben jetzt hier die Felder. Jetzt können wir die Felder, wo wir anbauen können, natürlich herstellen. Wenn ich sie finde. Da. Wir brauchen noch Sand und Eisen. Eisen? Okay. Und Sand. Ich muss mal offscreen wieder farmen gehen. Das geht mal gar nicht hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 reichen aus. So, jetzt kann man mal gucken, was wir mit den Skill Points machen, bevor die Aufnahme zu Ende ist. Over the Rainbow hatte ich hier gelevelt. Shorted your skills cooldown. Movement speed for all Katana. Okay, wir nehmen das einmal. Spiele tot. Dash forward by pressing to crouch. Shuttle's point. Oh! Okay. Restore life when a buff is applied. No block range, bla bla bla. Sense of mine. Kriegen wir Stein. Vulcan copy natural trees. Länger schwimmen. Survivalist. Copying trees with bare hand. You will recover life, mana, center points, items. Points will be gained. Okay, das nehmen wir auch mal. Was ist das? Okay, nein. Ja. Was machen wir da? Backwater Formation. Ah, nee, muss nicht sein. Ja. Wo war denn das, wenn man stirbt, mit dem Geld verlieren? Hier. Nehmen wir das nochmal. Die... Okay, ich habe gekackt. Schön. Die Felder sind auch fertig. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge hier? In der nächsten Folge werden wir anfangen zu automatisieren. Ich werde jetzt offscreen... Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Werde ich Tiere fangen und vielleicht danach die Folge, wenn wir es automatisieren. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da.
Vor allem für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.